Im letzten Teil haben wir euch erzählt, wie wir auf die Grundidee der Kinematik gekommen sind. Und heute wollen wir euch erklären, wie es dann damit weitergeht. Das heißt, wir nehmen jetzt im Prinzip die Punkte von der Kinematik, die bekommen wir da raus. Das sind die ganzen Lagerpunkte, Drehpunkt, Umlenkrolle, Tretlager, Steuerrohr, Umlenkhebel, Hauptlager, Umlenkhebel, Dämpferaufnahme, Dämpferaufnahme am Rahmen. Und darum herum muss man natürlich, da müssen Rohre reinpassen, da muss eine Kurbel passen, Reifenfreiheit muss gegeben sein, Reifenfreiheit beim eingefederten, voll eingefederten darf nicht mit dem Sitzrohr kollidieren. Und diese ganzen Sachen, die checken wir halt im Prinzip mit unserem Mockup. Das ist eine sehr einfach aufgebaute Baugruppe, da ist noch nichts durchdesignt oder sonst irgendwie was, es geht nur darum, Clearance-Check zu machen. Was weiß ich, kann ich die Gabel nehmen und drehen, kollidiert die mit dem Unterrohr. Hier sieht man, Tire Clearance ist noch nicht so optimal. Diese Brücke, die wollen wir wahrscheinlich rausschmeißen und lieber versuchen, ob wir den Hebel bei einer guten Kinematik trotzdem noch kürzer kriegen. Ja, das ist im Prinzip der erste Schritt mit einem 3D-Modell. So, jetzt bin ich hier wieder im Linkage. Da habe ich jetzt im Prinzip die Baugruppe, so wie sie gerade als Mockup aufgebaut gewesen ist. Und ja, was uns halt gestört hat, ist, das Oberrohr konnte man nicht so weit runterziehen und dafür wollten wir einen Trunnion-Dämpfer haben. Was uns auch noch nicht gefallen hat, die Kinematik war noch nicht ganz perfekt. Da wollen wir jetzt versuchen, das Röllchen haben wir dann an die Kettenstrebe angebracht. Damit können wir halt den Anti-Squat-Verlauf noch ein bisschen feiner tunen und er wird noch ein bisschen schöner. So, das sieht man jetzt schon ganz gut. Dämpferlager hat sich ein bisschen verändert. Instant Center ist hier vorne. Trunnion-Dämpfer ist drin. Und jetzt gehen wir von hier, gehen wir wieder in das SolidWorks und gucken dann die nächste Phase. Das ist immer noch Mockup, weil wir immer noch nicht die Kinematik komplett festgelegt haben. Aber es ist schon ein ganzer Schritt weiter. Das ist der Trunnion-Mount-Dämpfer sitzt drin. Man kann sehen, das Oberrohr ist ein bisschen weiter runtergekommen. Hebellager hat sich ein bisschen verändert. Diese Brücke haben wir schon rausgeschmissen. Reifenfreiheit haben wir mehr gewonnen und so weiter. Jetzt muss man dann halt wieder gucken. Es gab noch ein paar Punkte, die wir wieder verbessern wollten in diesem Schritt. Dafür machen wir mal das nächste Modell auf, beziehungsweise gehen jetzt wieder zurück ins Linkage. Und ich mache jetzt im Linkage mal das finale Modell auf, weil hier gab es nämlich noch eine Kleinigkeit, die hat mich im Prinzip an der Kinematik gestört in erster Linie. Also das Mockup war okay, damit hätte man jetzt loslegen können. Aber die Kinematik. Ja, genau. Also der Anti-Squat, der fällt komplett in den Keller. Und das ist ein bisschen zu hart gewesen. Das heißt, da habe ich weiter im Linkage optimiert. Und jetzt mache ich mal die finale Baugruppe auf. Gucken, das ist diese hier. So, da hat sich jetzt noch mal wieder leicht was verändert.